Seit 2014 wohnt der Wiener Musiker Heinz Dietsch mit seiner Frau Angelika Steinbach-Dietsch idyllisch am Stadtrand von Waidhofen an der Ips und hat offensichtlich seine Lebensstadt gefunden. Ja, wir sind nach Waidhofen gezogen, weil wir den Maximilian, wie sie sagt, erzeugt haben, gezeugt haben, geboren haben, je nachdem. Und sind dann, weil wir nicht in Wien weiter wohnen wollten, also ich war 20 Jahre in Wien und ich wollte jetzt den Maxi nicht in Wien aufziehen, das war unser ganz wichtiger Punkt. Natur ist also wunderbar und dann haben wir gesagt, ja, wir versuchen das und seit 6 Jahren circa wohnen. Wenn du sagst Heinz wir, dann meinst du natürlich auch deine Frau, die Musikerin Angelika Steinbach, die ja hier keine Unbekannte ist. Natürlich ist das Angelika Steinbach-Ditsch und wir sind, glaube ich, schon 13 Jahre verheiratet. Und ja, unser Bub ist jetzt 6 und wir sind halt irgendwie so aufs Land gezogen und genießen es sehr. Am 19. September gastiert Kollegium Kalksburg wieder in Waidhofen. Ja, wir gastieren am 19.09. im Blenkersaal. Und das ist ein Direktfestival sozusagen, also mit der Denk und wir. Und wir freuen uns schon sehr drauf und ich wünsche mir, dass viele Waidhofener kommen. Ich möchte jetzt gerne einen Titel einspielen von euch, der vielleicht eine große Aussagekraft hat, was eure Tätigkeit als Musiker betrifft. Was soll ich auswählen? Ja, was du willst. Ja, gib uns ein Beispiel. Naja, Haus mit langer Tradition ist wahrscheinlich auch ganz gut. Das gibt es an sich eh nur in der Cloud sozusagen. Ich soll was empfehlen, Glas, ich bin wo angereint, wenn ich den Teig serviere, hebt's mir gleich die Gaue. Beißen Saphir, das ist gesund und macht fett und was warm's ist auch. Beißen Saphir, ich habe heute auch schon. Aber viel weiß, bitte sehr daher, ist schon in Arbeit. Was gestartet ist, dann schenke ich mit meinem Verlag das selber anderen sehr viel Rechnung, wenn es so freundlich war. Wir sind ein Haus mit langer Tradition, seit 30 Jahren schon. Wenn du jetzt jemand deine Gruppe erklären müsstest, der euch noch nie gehört hat, wie würdest du das in kurzen Worten formulieren? In kurzen Worten geht das wahrscheinlich nicht, aber Wiener Lieder für Leute, die Wiener Lieder hassen. Also der Vinzenz, der Sänger, ist eigentlich Jazz-Kontrabassist. Er studiert in Wien, der Gitarrist, der Kontragitarre spielt, der Paul Skrepek, ist eigentlich einer der besten Jazz-Schlagzeuger in Wien. Und ich habe alles Mögliche gemacht, vom Klavier bis zum Saxophon, bis zum Fagott. Und habe dann ein Akkordeon ausgepackt und habe mir gedacht, das passt irgendwie ganz gut. Also so eine wienerische Musik. Tradition dazu zu verwenden, die Texte hauptsächlich von Vinzenz zu illustrieren. Weil du gerade von Texten sprichst, also dem Vinzenz ist ja quasi nichts heilig. Oh ja, das ist ein ganz moralischer, ethischer Mensch, dem ist alles heilig. Ja, der ganz im Gegenteil, aber und das ist das Tolle an seinen Texten. Es ist sehr humorvoll, aber es hat natürlich einen sehr großen Tiefgang gleichzeitig und es verletzt niemanden. Und das ist ihm ganz wichtig und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es ist ihm sehr viel heilig, glaube ich. Also ganz im Gegenteil. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man macht es jetzt nicht über. Also zum Beispiel wird der Vinzenz das Krüppellied nie singen. Du bist ja nicht nur beim Kollegium Kalksburg engagiert, du bist ja auch sonst Komponist für diverse Filme etc.
Ja, ich versuche da irgendwie nebenbei halt auch noch andere Sachen, also andere Standbeine braucht man natürlich, weil von einer Sache zu überleben ist relativ schwierig. Also ich habe zeitlang sehr viel zeitgenössische Musik, also computerunterstützte Musik, sage ich mal, Elektronik für zeitgenössischen Tanz gemacht.